was passiert hier eigentlich? Jeden Tag in der Zeitung, Immobilienblase, es ist zu teuer, Mietendeckel, Mietpreisbremse, überall nur noch Spekulanten. Es kann einfach so nicht weitergehen. Wie sind wir hierher gekommen und was kann in Zukunft passieren? Wir schauen uns das mal an. Meistens geht das Ganze ja ziemlich gut aus. Donner Reuschel ist eine relativ alte Bank, 1798 gegründet und hat sich angewöhnt, im Laufe der Zeit jedes Jahr so eine Tabelle an die Kunden zu verteilen. Das sind die Börsenkursen des Jahres 1955. Und wenn wir da jetzt mal reinschauen, ich habe es nicht genau nachgezählt, kann man davon ausgehen, dass 80% der Unternehmen, die da drin stehen, heute gar nicht mehr existieren. Schauen wir hier aus dem Fenster, sehen wir überall Grund und Boden, Immobilien, mit denen man arbeiten kann, in denen man wohnen kann, mit denen man spekulieren kann meinetwegen, in denen man aber auch vor allen Dingen sein Vermögen anlegen kann. Und die sind immer noch da. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied im Vergleich zu den anderen Investments. Der Immobilienmarkt ist der größte Markt der Welt. Es ist größer als Staatsanleihen, Aktien, alles, was es gibt. Ist aber auch kein Markt wie jeder andere, sondern ein Markt, der auch ganz, ganz stark nicht nur nach Angebot und Nachfrage funktioniert, sondern sehr, sehr stark politisch beeinflusst ist und logischerweise eben auch eine sehr, sehr große soziale Verantwortung mit sich bringt. Das heißt, wir bewegen uns nicht nur mit unseren Investments im Bereich, wir treffen eine rationale Entscheidung oder eben keine rationale Entscheidung, sondern wir sind auch abhängig davon, was andere mit uns machen. Was macht die Politik mit uns? Manche fordern, Hamburg soll werden wie Wien. Wien, eine Stadt, wo 30% der Immobilienbestände oder Wohnimmobilienbestände in Händen der Stadt sind und der Gemeinden sind. Das heißt, ich habe einen sehr gedämpften Markt, wo Mieten sich nicht stark entwickeln. Aber ich habe eben auch einen Markt, wo ich auf der anderen Seite wenig private Investments sehe, weil es einfach nicht so attraktiv ist. Und wenn ich jetzt hier rausschaue, das ist ja optimal für unseren Vortrag, auf die Immobilien, auf die Stadt. Wer möchte nicht hier wohnen? Ist ja die schönste Stadt der Welt, höre ich jeden Tag im Radio, muss also auch stimmen. Hat jetzt leider aufgehört mit Sonne, aber ist trotzdem wunderbar. Ich werde nachher noch mal ein bisschen was zur Stadtentwicklung erzählen. Das heißt, das passt jetzt wunderbar da rein. Mehr über den Osten der Stadt, den wir hier sehr schön sehen, und weniger über das, was hier im Westen passiert, sondern einfach mal erklären, wie kann man in Zukunft investieren. Meine Glaskugel haben die Kinder leider kaputt gemacht, kann ich nicht mitnehmen. Ich kann mich also nur annähern an die ganzen Themen. Wir sind verliebt in Steine. Wir müssen wohnen, wir haben gar keine andere Wahl. So ein Steinzeitmensch war in der Höhle, hat sich da seine Zuflucht gesucht und hat dann angefangen, sich das Ganze schöner zu machen. Und genauso machen wir es hier auch. Das heißt, wir werden niemals die Chance haben, eine ganz, ganz normale Entscheidung zu treffen, sondern wir haben immer das Problem, dass wir uns emotional in das Ganze hineinbegeben. Hamburg hat eine Riesenentwicklung genommen. In den 80er Jahren war es eine Stadt mit einem sterbenden Hafen. Heute ist es ein Tourismusmagnet, angezogen durch Handel, Kultur, durch eine positive Entwicklung in der Stadt. Das sichtbarste Beispiel ist ja hier die Hafen City, die sich entwickelt hat aus einer sterbenden Speicherstadt und die uns auch das schönste Wahrzeichen Hamburg schenkt, nämlich die Elbphilharmonie. Wenn wir hier gucken, Richtung St. Pauli, wo früher mal die Nutella-Bande und der schöne Klaus ihren nicht ganz sauberen Geschäften nachgegangen sind, stehen heute die tanzenden Türme im Besitz einer ganz reputierlichen Versicherung. Sowas verändert einen Stadtteil logischerweise und sowas verändert auch, zieht andere Menschen an und dadurch tritt eine Entwicklung ein. Das sind die Hauspreise, so wie wir sie in den letzten 15 Jahren erlebt haben. Ich möchte Ihnen mal eine Studie vorlesen von einem sehr angesehenen Institut. Da steht drin, die können das nämlich besser beschreiben als ich. Steigende Miet- und Kaufpreise im Hamburger Wohnungsmarkt, aber auch in anderen Großstädten der Bundesrepublik, haben eine Debatte über die Lage am Immobilienmarkt entfacht. Angesichts dieser kräftigen Steigerungen, vor allem in den vergangenen 2 bis 3 Jahren, sind zunehmend Begriffe wie Mietwucher oder Preisblase im öffentlichen Diskurs zu vernehmen. Das ist alles richtig, beschreibt perfekt die Lage. Das Problem ist, die Studie ist aus dem Jahr 2013. Das heißt, wir haben uns 7 Jahre weiterentwickelt. Es ist immer noch so, wir laufen immer noch dem Markt hinterher. Und wie man anhand dieser, ich sehe sie nicht, aber anhand dieser Kurve sehen kann, haben sie bis zu 70% Preissteigerung im Wohnungsimmobilienmarkt in dieser Zeit erlebt. Was heizt diesen Markt so an? Natürlich Zinsen, Money for Nothing, ist eine ganz, ganz gute Erklärung, aber so einfach ist es halt leider nicht. Wir haben einen ganz entscheidenden Faktor, nämlich die Baupreise steigen,
angeheizt, Fachkräftemangel, Auftragslage ist ständig hoch, wir haben neue Verordnungen, es müssen neue, Brandschutz ist ein Riesenthema. Und dann haben wir den super Megatrend, den Zuzug. Die Leute wollen in Städten wohnen. Wir haben 2005, 2006 eine ganz entscheidende Marke überschritten als Menschheit. Zum ersten Mal mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Schätzungen gehen davon aus, dass wir im Jahr 2040, 2050 70% der Menschheit in Städten leben wird. Schon heute werden in den Städten auf diesem Globus 60% des Bruttoinlandsprodukts in den 600 größten Städten erwirtschaftet. Das heißt, das ist ein Trend, der wird nicht mehr weggehen. Den können wir nicht negieren. Was auch dazu beigetragen hat, ist natürlich, wir haben vor 20 Jahren eine demografische Schätzung gehabt, in der man davon ausgegangen ist, dass es in Deutschland weniger Menschen geben wird. Jetzt berichtet die Zeit in einer ihrer letzten Ausgaben, dass wir 2050 bis zu 90 Millionen Menschen in Deutschland sein werden. Das heißt, der Druck wird immer größer, wird sich nicht verlangsamen, außer auch diese Schätzung ist falsch und wir entwickeln uns doch wieder zurück, aber es deutet einfach nichts darauf hin. Wie kann man dem entgegengehen, wenn man jetzt da ist ja die schönste Stadt der Welt. Wir haben uns angeguckt, Hammerbrook zum Beispiel. Hammerbrook war vor dem Zweiten Weltkrieg ein Stadtteil, der größte, der dicht besiedelste Stadtteil Hamburgs mit den meisten Einwohnern, wurde 1943 komplett zerstört. Danach, nach dem Krieg, nicht wieder ans Nahverkehrsnetz angeschlossen und wurde für Industrie und Gewerbe freigegeben. Dort haben sich eben Gewerbebetriebe, Industriebetriebe angesiedelt und dieser Trend entwickelt sich langsam zurück, indem man eben einfach im Rahmen der Stadtentwicklung mehr Land und mehr Flächen für Wohnen freischaufelt. Wir nennen das jetzt Hammer Brooklyn oder das Silicon Valley von Hamburg, mal mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Heißt aber auch, dass man dort mit Immobilien vermutlich ganz gut Geld verdienen kann. Ich bin an den Magneten Innenstadt und Hafen City sehr, sehr nah dran. Natürlich werde ich nicht, wie es die Stadtwerbung so schön beschreibt, mit dem Kanu in die Arbeit fahren können, aber ich werde einen sehr zentralen Ort erleben, der sehr dynamisch ist und der eben auch im Stadtentwicklungsprogramm, das die Stadt ausgerufen hat, stromaufwärts an Elbe und Bille, einen sehr zentralen Standpunkt einnehmen wird. Auf was müssen wir achten? Zukunft des Wohnens, klar, der Mythos ist immer Lage, Lage, Lage. Ich habe an Weihnachten die Ritterburg von meinem Sohn Leopold aufgebaut. Da ist mir aufgefallen, dass im frühen Mittelalter war Ritterburg das Beste. Ja, zentral, sicher, der Mittelpunkt der Dörfer in der Umgebung. Ich konnte meinen Geschäftsbetrieb daraus betreiben, nämlich Raubrittertum. Besser ging es nicht. Heute ist der Besitz einer Burg so ziemlich das Schlimmste, was ich haben kann. Ich kann keinen Geschäftsbetrieb daraus organisieren. Es liegt irgendwo, der Unterhalt ist fürchterlich teuer. Das heißt, ich habe dann vermutlich aufs falsche Pferd gesetzt. Das heißt, wir müssen uns ganz genau anschauen, wie entwickeln sich Städte in Zukunft, wie entwickelt sich Wohnen und was möchten die Leute in den nächsten 20, 30 Jahren denn erleben und haben von einer Immobilie. Und da wird sich eklatant von dem unterscheiden, was wir heute haben. Was sind die Megatrends, die uns da bewegen? Urbanisierung, die Macht der Stadt, Gesundheit, Ökologie, Konnektivität, wie vernetze ich mich, Sicherheit, Globalisierung, Affordable City, also bezahlbares Wohnen in der Stadt und natürlich das, was jetzt zum Beispiel die meisten umtreibt, ist der Haushalt in Zeitnot. Ich habe nicht mehr so viel Zeit wie früher. Ich muss mir Services dazu kaufen. Ich muss schauen, dass ich die Möglichkeit habe, mit meiner Immobilie Zeit zu sparen, Raum zu sparen, Co-Living, Co-Working. Das sind alles so Schlagwörter, die jetzt fürchterlich modern klingen, aber am Ende des Tages auch nichts anderes bedeuten wie bei Co-Living. Ich kaufe mir ein abschließbares Schlafzimmer. Wenn ich Glück habe, habe ich noch ein Bad mit dabei und den Rest teile ich eben mit anderen. Zahlt unheimlich auf den Trend ein, dass ich mobil sein möchte, dass ich mich schnell verändern möchte, dass ich nicht mehr nur an einem Platz sein möchte und ich möchte auch nichts damit zu tun haben. Warum ist Amazon und diese ganzen Unternehmen so unglaublich erfolgreich? Weil sie uns damit bedienen, dass unser Leben einfacher wird und wir dafür wahnsinnig viel aus der Hand geben, nämlich Geld, Zeit, unsere Daten, all das, was damit zu tun hat. Wenn ich mir jetzt mal anschaue,
Was passiert mit einem Coworking? Wenn eine Coworking in eine Immobilie reingeht, das ist hier ja auch nicht anders, wird die Immobilie in aller Regel mehr wert sein, weil diese Leute einfach mehr bezahlen können und in der Lage sind, sich da den Raum, den sie mieten, besser zu bespielen als herkömmliche Mieter. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, Starbucks. Es gibt eine Untersuchung einer Universität in Amerika, die herausgefunden hat, dass in Boston im Umkreis von 200-300 Meter in der Nähe eines Starbucks die Immobilienpreise um 149% gestiegen sind in den letzten 20 Jahren. Im Rest der Stadt nur um knapp 80%. Das heißt, diese ganzen neuen Dinge, die wir hier alle so erleben, verändern dieses Thema Lage, Lage, Lage. Der nächste Mythos zum Beispiel wäre ja auch, meine Mutter hat mir immer gesagt, kauf dir da eine Wohnung oder da ein Haus zum Vermieten, wo du auch selber wohnen möchtest. Das ist so, dass in Hamburg in den letzten 3 Jahren der Stadtteil mit den höchsten Steigerungen war Billstedt. Ich war noch nicht da, aber ich weiß nicht so ganz genau, ob das das ist, was man haben möchte, was man haben muss. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen darüber unterhalten, wie sieht meine Immobilienstrategie aus. Wenn ich jetzt hingehe und schaue mal, ich habe irgendwo, nee, habe ich nicht, wenn ich mit meinen Kindern Monopoly spiele, dann gewinnen meine Kinder, die sind beide 6 und 9, in der Regel immer, weil sie einfach würfeln, auf irgendeine Straße kommen und schreien, kaufe ich. Immer. Und ich mir immer denke, nee, ich mach was mit Strategie, ich kaufe die Straßen ganz da hinten und dann baue ich da Hotels drauf oder Wohnungen oder was man immer damit machen kann. In der Regel bin ich schon im Ruin, bevor ich das erste Mal irgendjemand abkassieren kann damit, weil ich natürlich vorher auf die anderen Straßen komme. Das ist jetzt keine Strategie, die man mir anwenden sollte, zeigt aber auch, dass es so viele mögliche Herangehensweisen an diesem Markt gibt. Das ist in einem Lehrbuch einfach nicht zu beschreiben, vor allen Dingen auch, weil sich eben so viel ändern wird. Wenn wir in die Stadt schauen, was ist das, was das Allerwichtigste ist? Mobile Infrastruktur, also alles, was ich hier sehe. 2 Thesen werden das überlagern, E-Mobilität und autonomes Fahren. E-Mobilität heißt, ich kann vermutlich auch wohnen in Lagen, die mir heute noch nicht so zusagen. Muss jetzt nicht, ich sage immer an der Autobahn, dann schreien immer alle auf. Klar, muss nicht sein, aber ich kann mir Lagen vorstellen, die heute nicht sehr beliebt sind, die in Zukunft beliebt sind, weil ich mit E-Mobilität keinen Krach verursache. Und ich eben schneller und logistisch besser in die Stadt komme oder zu meinem Arbeitsplatz komme, wenn ich in einer großen Straße wohne. Das zweite ist autonomes Fahren. Das Beste momentan, was man haben kann, der absolute Jackpot, ist doch ein Parkplatz in der Innenstadt. Also der Besitzer eines Parkhauses zu sein. Wenn ich da unten parke, dann zahle ich 300 € im Monat dafür. Das ist mehr, als ich für die Leasingrate eines Mittelklasse-Autos ausgeben muss. Das heißt, stehen ist teurer als fahren. Autonomes Fahren wird uns in die Lage versetzen, das Auto vielleicht wieder aus der Innenstadt rauszuschicken und das holt uns dann abends ab, dann brauche ich eventuell diesen Parkplatz nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es aber auch durchaus möglich, dass noch viel mehr Leute in die Stadt kommen, weil im autonomen Fahren, dann muss ich mir den öffentlichen Nahverkehr nicht antun. Ich kann mich einfach in mein Auto setzen und das bringt mich dann hierher und dann verstopfen die Straßen eventuell noch mehr. Was kann man als Stadt dagegen tun? Und das ist das, wo Hamburg einfach wahnsinnig viel richtig macht. Ich als Münchner darf das jetzt sagen. In München ist das alles ein bisschen anders. Aber hier hat die Stadt sich permanent einen guten Job gemacht, was Stadtentwicklung angeht. Und was eben das Nachdenken darüber angeht, was kann ich mit den Potenzialen dieser Stadt überhaupt anfangen. Das erste ist, Quartiersentwicklungen zu machen. Quartiere, Zentren zu errichten, die urban funktionieren, wo immer ähnliche Standards vorherrschen, damit die Leute nicht in die Stadt gehen, sondern einfach in ihrem Zentrum bleiben. Das erleben wir hier in den einzelnen Zentren permanent, dass die Stadt sich darüber Gedanken macht. Was dann natürlich auf den Trend einzahlt, ist das, was wir schon erwähnt haben, Coworking, Co-Living, mehr Generationen wohnen. Es ist durchaus vorstellbar, dass da mal Begriffe wie Altersheim oder altersgerechte Wohnung, altersgerechtes Wohnen in Zukunft keine große Rolle mehr spielen werden, weil wir die Möglichkeit haben, Leute anders unterzubringen. Smart Home ist auch so ein Mythos. Smart Home ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, mein Kühlschrank bestellt mir Essen, wenn da kein Essen mehr drin ist, sondern Smart Home ist eine Fläche, die mit mir sich verändert, wo ich hingehen kann und sagen kann, okay,
ich ziehe ein, wenn ich jung bin, ich verheirate, bekomme Kinder, gehe in Rente und die Fläche verändert sich mit mir. Das ist Smart Home der Zukunft. Dass wir flexible Bauten haben, flexible Möglichkeiten haben, uns auszutoben und uns zu gestalten. Das ist ganz was anderes, als einfach nur zu sagen, okay, das Licht geht an, wenn ich reinkomme oder das Licht geht aus, wenn ich wieder rausgehe. Sondern es ist etwas, was mit mir wächst und sich mit mir verändert. Vernetzung ist das nächste, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn ich am Leinpfad wohne und ich habe da kein 5G, dann ist das auf einmal nicht mehr so attraktiv. Okay, Leinpfad wird immer funktionieren, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, das ist, was mein alter Lehrer immer sagte. Immobilienkrise in Hamburg ist, wenn am Leinpfad eine Wohnung frei wird. Das ist mit Sicherheit auch richtig. Aber natürlich sind diese Trends setzen Minipunkte, die sich kumulieren und die dann zu einer sehr, sehr großen Veränderung führen können, dahingehend, wo werden in Zukunft Leute wohnen. Als das Internet aufkam, war die Grundthese, dass die Innenstädte sterben oder die Innenstadtlagen nicht mehr attraktiv sind, weil die Leute ja wunderbar auf dem Land leben können, weil sie vom Homeoffice aus ihrer Arbeit nachgehen können. Es ist komplett anders gekommen. Jeder möchte in Eppendorf, Winterhude, Harvestehude, wie die ganzen tollen Stadtteile alle heißen. Jeder möchte da wohnen. Und 50 Kilometer außerhalb sieht es dann nämlich schon ganz anders aus. Wir haben einen Projektentwickler, den wir betreuen, oder Immobilienbestandshalter, den wir betreuen, der große Pakete an Immobilien kauft. Der hat mal ein Paket gekauft, da waren 90 Wohnungen in der Eifel mit dabei. Die wollte er am Schluss verschenken. Die möchte einfach keiner haben. Und das ist eben auch mal so ein Zeichen, dieser Trend zur Urbanisierung. Die Leute gehen in die Städte, das wird sich nicht mehr umkehren. Es wird tatsächlich so bleiben, weil die Leute als soziales Wesen zusammenbleiben wollen. Die wollen sich eben nicht irgendwo außerhalb aufhalten. Die wollen da sein, wo das Leben spielt. Ich habe 2002 in Hamburg ein Haus gekauft. Da ich nicht aus Hamburg komme, hatte ich da ganz wenig damit zu tun. Also ich habe wieder mal nichts zu sagen gehabt zu Hause. Einmal besichtigt, gekauft, Notar, eingezogen. Um 6 Uhr in der Früh bin ich im Bett gestanden und aufgewacht, weil das die Einflugschneise war. Ich dachte mir, okay, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich muss hier raus. Aber wer kauft mir das jetzt ab? Das macht ja keiner. Ja, wer zieht denn hier hin? Kein Mensch. Was mache ich jetzt? Mittlerweile ist es so, dass der Stadtteil sehr, sehr beliebt ist und ich mich jeden Tag darüber freue, dass das Haus mehr wert wird. Und ich mich ja auch ganz oft am Flughafen aufhalten muss. Und das heißt, ich natürlich als genieße, in der richtigen Lage zu sein. Drückt zwei Sachen aus. Erstens mal Augen auf beim Hauskauf, ein bisschen besser besichtigen. Und zweitens, dass eben Dinge sich verändern. Was ein Problem ist, der nächste Sharing Point ist 2 Kilometer weit weg. Das heißt, ich kann kein Drive Now, kein Car2Go, das kann ich alles nicht nutzen. Es ist noch kein Drama, wird sich aber in Zukunft, das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Weil die nächste Generation, oder für mich jetzt ja schon die übernächste Generation, sich natürlich ganz anders entscheiden wird mit wie wohne ich, was kaufe ich, was möchte ich da haben. Wenn wir weiterschauen, was wir sehen, das ist eigentlich ganz witzig, weil das Gebäude gibt es tatsächlich so. In was kann ich investieren? Was wir gut finden, wir nennen das funktionale Kopplungen, wo wir sagen, wir verbinden etwas, was einen großen, meinetwegen auch sozialen Aspekt hat, nämlich in dem Fall eine Kita. Darüber gibt es einen Kinderarzt, ein Yoga-Studio, wahrscheinlich wieder ein Starbucks. Darüber kann ich Wohnungen bauen oder kann ich Wohnungen anbieten, die können dann auch eben für die Mitarbeiterin der Kita sein. Das, was ein großer Trend ist, der noch nicht so richtig, glaube ich, angekommen ist, ist die Tatsache Werkswohnungen. Früher gab es das, heute gibt es das nicht mehr. Das heißt, dass Unternehmen wie die Post, Polizei, Feuerwehren etc. tatsächlich Probleme haben, Menschen in Städte zu bekommen. Und das wird weiter zunehmen. Ich habe hier eine Uhr, die hat mein Großvater 1962 bekommen, als er 25 Jahre lang als Bergmann gearbeitet hat. Das ist ein schönes Andenken, aber was viel wichtiger war, ist, der konnte 40 Jahre lang in seiner Bergarbeitersiedlung in dieser Wohnung leben, musste sich nicht darum kümmern, wie bringe ich denn meine Familie unter. Und das ist etwas, was in Zukunft Attraktivität von Arbeitgebern ausmachen wird. Wie kann ich meine Leute in der Stadt unterbringen? Wenn wir schauen, der nächste Trend natürlich Ökologie, Nachhaltigkeit,
ist auch etwas, das wird nicht weggehen. Wenn ich jetzt, ich kann an den Klimawandel glauben oder nicht, da kann jeder seine Meinungen zu haben, es ist vollkommen legitim. Was mir aber helfen wird, ist, wenn mein Gebäude, in dem ich wohne, keine Energie verbraucht, sondern eventuell Energie produziert, kann ich Einstiegskurse, die ich jetzt in Kauf nehmen muss, weil es einfach so teuer ist, wie es nun mal ist, mindern. Das hilft jedem und es entwickelt sich gerade relativ rasant. Fassadentechnik ändert sich, Gebäude können begrünt werden, Gebäude können über Blockheizkraftwerke autonom betrieben werden. Das sind alles Dinge, die entstehen gerade, die zahlen aber unheimlich auf den Trend ein, dass wir anders wohnen werden, dass wir uns anders umgeben werden. Klimaeffizient ist ein Entscheidungskriterium sein. Es gibt dafür diverseste öffentliche Förderprogramme. Und es gibt einen ganz, ganz großen Markt und für Unternehmen und Unternehmer, die innovativ sind. Das ist auch ein Thema, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. In sowas kann ich investieren, damit kann ich eben auch an diesem Boom mit teilnehmen. Wenn wir gucken, kann man mit Immobilien noch Geld verdienen? Wir sagen ja. Hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass wir halt davon ausgehen, es ist kein Zinsersatzgeschäft, also meine laufende Rendite wird nicht besonders hoch sein, sondern ich werde am Werterhalt arbeiten. Und es ist ziemlich komplex. Es gibt eine Untersuchung der Stadt Amsterdam, die Aufzeichnungen hat von diversen Straßen und Grachten seit dem 17. Jahrhundert. Da kann man inflationsneutral und währungsneutral ablesen, wie viel Rendite bringt so ein Gebäude in den letzten 350 Jahren. Ungefähr. Zwischen 1,2 und 1,9%. Das heißt, es geht eigentlich immer nur um Werterhalt. Und das kann eine Immobilie ziemlich gut leisten. Wenn wir uns anschauen, wo kann ich investieren, würde ich mich in Hamburg immer daran halten, was macht die Stadtentwicklung. Es gibt Stadtentwicklungsgebiete, eben stromaufwärts an Elbe und Bille. Es gibt das Urbanisierungskonzept Stadt in der Stadt. Es gibt das Konzept, das maritime Potenzial von Hamburg zu nutzen. Es gibt jetzt ganz neu natürlich auch einen neuen Stadtteil, den Grasbrook, wo 3000 neue Wohnungen stehen werden. Und wie zu lesen war, glaube ich, bis zu 16.000 Arbeitsplätze. Das heißt, wie teuer werden die wohl werden, die Wohnungen? Da wird sich auch wieder jeder drum reißen. Aber das sind Dinge, die sollte man sich, glaube ich, ganz genau anschauen, weil dort dann eben neue Infrastruktur geschaffen wird für Mobilität, neue Möglichkeiten geschaffen werden, für was das Baurecht angeht, wo ich immer noch die Chance habe, einfach Menschen unterzubringen. Wenn wir hier rausschauen, dann sieht man das ganze Gebiet hier, Hammerbrook, Hamm, Horn, Billstedt, schon erwähnt. Das sind Dinge, wo die Stadt dann auch gerade dran arbeitet. Und ich habe das Thema das maritime Potenzial. Das heißt, ich kann hier entlang wunderbar noch entwickeln und Menschen unterbringen. Das leistungskräftigste Konzept ist, glaube ich, Stadt in der Stadt. Das Nachverdichten und bringt den Vorteil mit sich, wenn ich die Leute schon in der Stadt habe, dann kommen sie nicht in der Früh in den Stau, weil sie in die Stadt müssen, um dort zu arbeiten, dann sind sie einfach schon da. Wenn wir uns die einzelnen Investitionsformen anschauen, in was kann man investieren? Wir haben jetzt mal nur ein paar aufgeführt. Crowdfunding natürlich, das ist etwas, was relativ modern ist, was mit kleineren Beträgen auch ganz, ganz, ganz gut funktioniert. Immer noch die Direktinvestitionen in Immobilien, in Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Projektentwicklungen. Wir sind gerne Partner dabei, Sie zu unterstützen, was Projektentwicklungen angeht. Wir haben das Thema Mezzaninkapital, wo ich über Inhaberschuldverschreibung die Möglichkeit habe, in Projektentwicklungen zu investieren. Das Thema geschlossene Fonds, das Thema Blockchain, das ist ein Thema, das ist am Ende nur eine Technologie. Es verändert nicht die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Es ersetzt nur einfach diesen Fondsgedanken. Und natürlich am Ende
haben wir hier ein wunderschönes Bild mit dem Wald, wo man auch wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und sich noch ein bisschen von dieser Hektik, die wir hier vorfinden, im Immobilienmarkt auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Weil eins ist auch klar, alles, was sich hier tut, bewegt sich natürlich auf einem sehr, sehr hohen Preisniveau. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben jetzt das Achtfache eines Jahresnettoeinkommens, das ein Mensch oder jemand investieren muss, um sich eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen. Das ist so ungefähr das Maximum, was die Wissenschaft immer definiert hat, was an Kaufkraft möglich ist. Das heißt, wir befinden uns schon an einem ganz entscheidenden Punkt. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Hongkong ist es das 21-fache und in London ist es das 15-fache. Das heißt, wir haben das Ende vielleicht noch gar nicht erreicht. Und unsere Empfehlung ist eben, sich immer dann auf ganz spezielle Dinge zu konzentrieren. Wir haben jetzt zum Beispiel in Paris, Paris ist jetzt gelobt worden oder ist als Top-Investitionsstandort hervorgehoben worden von einer großen Wirtschaftsprüfungsagentur aufgrund eines dezentralen Verkehrskonzepts. Das heißt, die gehen davon aus, dass Preise in Paris weiter steigen werden, weil die Verkehrsanbindungen besser werden und ich mehr Menschen aus dem Umland in die Stadt bekommen kann. Ähnliches sieht man ja auch in Hamburg. Wir hatten das Stadtentwicklungskonzept Sprung über die Elbe, wo das Umland, der Süderelbbereich, weiter ausgebaut und gefördert wurde und dadurch eben auch sich interessante Möglichkeiten ergeben haben. Buchholz war eine Stadt, ich glaube 1950, 1955, mit 500 Einwohner, momentan mittlerweile 45.000 Einwohner, ist ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, wie sich eine Stadt am Rande eines solchen Magnetens, wie Hamburg es nun mal ist, entwickeln kann, indem es einfach sich von einer reinen Schlafstadt, wo Menschen wohnen, um in der Stadt zu arbeiten, so etwas entwickelt, wo sich Industrie ansiedelt. Und die Menschen eben nicht mehr in die Stadt fahren, nach Hamburg, um dort zu arbeiten, sondern in dem Ort bleiben, um dort auch zu leben und zu arbeiten und sich die Stadt Buchholz am Ende nur noch die Logistik von Hamburg leiht. Also Bahnhof, Flughafen, Umschlagplatz und so weiter. Damit kann man ganz, ganz viel heilen und natürlich auch wieder versuchen, Menschen aus der Stadt rauszukriegen. Es ist auch, was in Hamburg passiert. Junge Leute ziehen nach Hamburg, ziehen immer in ähnliche Stadtteile logischerweise, also wieder Eppendorf, Harvestehude etc. Und Familien gehen aus der Stadt raus und ziehen ins Umland und bevölkern dort eben oder errichten dort Zentren oder bevölkern dort eben die umliegenden Städte und machen das auch zu vitalen Zentren, die die Möglichkeit bieten zu investieren und die Möglichkeit bieten, noch zu einigermaßen vernünftigen Preisen reinzukommen. Weil diese Entscheidung, das Problem, was wir haben, ist, dass der Preis eben so ist, wie er ist. Also natürlich ist es kein gutes Gefühl, ich versuche nochmal zurückzukommen, es funktioniert nicht, es ist kein gutes Gefühl, auf jetzigem Niveau sich darüber Gedanken machen zu müssen, in diesen Markt hineinzukommen. Auf der anderen Seite ist es so, die Zinsen werden sich nicht unbedingt nach oben entwickeln, das heißt, Geld wird weiter da bleiben. In Hamburg haben wir immer noch nicht, also wir haben keine großen Investoren aus dem Ausland, weil in Hamburg relativ viel unter Hamburgern gearbeitet wird. Es kommt nicht so viel auf den Markt. Für einen Großinvestor ist es nicht so interessant, in Hamburg zu investieren. Das kann sich aber durchaus ändern, wenn nämlich einfach die anderen Städte in Deutschland weiterhin wie München, Frankfurt, Stuttgart, wo die Preisniveaus eben noch mal ein bisschen andere sind und die Mietrenditen vielleicht nur noch bei 0,5% sind, wenn wir uns da in diese Richtung entwickeln. Das heißt, die Gefahr eines Crash, also ein Wort, das ich sowieso überhaupt nicht mehr hören kann. Also wenn jeder an jedem Tag vor einem Crash warnt, dann hat er einmal im Jahr vielleicht recht und die anderen 364 Tage eben nicht. Also das ist keine gute Basis, um eine Investitionsentscheidung zu treffen am Ende des Tages. Und es ist einfach nicht wegzudiskutieren, dass genug Geld im Markt ist, dass genug Leute in die Städte kommen werden. Urbanisierung wird sich nicht zurückdrehen und dass wir deswegen natürlich immer wieder mal kleine Dellen erleben, aber wenn ein Crash kommen sollte, wird er ganz, ganz leise sein. Wir werden diese Niveaus nicht großartig verlassen. Wir werden jetzt nicht auf das zurückkommen, was wir 2013 hatten, als die netten Herren geschrieben haben, dass sowieso schon alles am Ende ist. Die Frage ist einfach auch, und das ist ja auch was wir jetzt in der Politik erleben,
welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es noch und was kann passieren, damit die Preise sich einigermaßen human oder zurückentwickeln. Und ganz ehrlich, außer dass man sagt, okay, ich mache Enteignung oder ich kaufe als Stadt, habe ein Vorkaufsrecht als Stadt oder ich führe einen ganz, ganz starken Mietendeckel ein, fällt mir da nicht besonders viel dazu ein. Und das sind eben auch Instrumente, davon sollte man tunlichst mal die Finger lassen. Weil ein Mietpreisdeckel nichts anderes bedeutet, als dass die Leute vielleicht ein bisschen natürlich billiger in den Wohnungen leben, aber die Investitionsquoten massiv zurückgehen. Das wird das Problem immer eher noch verschlimmern. Das ist wie die falschen Aussagen, oder falschen Aussagen, ich weiß es ja auch nicht besser, aber das ist wie das, was passiert ist, als die Demografie gesagt hat, in Deutschland wird es weniger Menschen geben. Am Ende des Tages heißt das, dass das sind die Immobilien, die uns heute fehlen. Also die Baugenehmigungen waren 1992 und 1993 bei 650.000 Wohnungsbaugenehmigungen pro Jahr. Okay, da hatten wir die Wende und so weiter. Das ging runter bis 2010, bis knapp 150.000 Wohnungen, die genehmigt wurden in Deutschland. Und jetzt haben wir ein Niveau von ungefähr 350.000 Wohnungen. Das heißt, das ist das Niveau von 1998, 2000. Und das fehlt uns alles heute. Und das können wir jetzt auch mit den heutigen Preisen auch nicht mehr zurückholen. Weil nochmal, Bauen ist einfach wesentlich teurer geworden als noch vor 10 Jahren. Ich habe also nicht die Möglichkeit, auch als Stadt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich trete als neuer Spieler in den Markt ein und verdoppel meinen Wohnungsbestand oder ich mache es wie Wien, 30% Wohnung gehören der Gemeinde, brauche ich dafür erstens wahrscheinlich 50 Jahre und ich bin auch jemand, der die Preise vielleicht nochmal mehr nach oben treibt, weil ich bin dann auch jemand, von dem auch jeder weiß, dass er dann kauft. Das heißt, das ist eine Geschichte, die wird so nicht funktionieren. Das heißt also auch, der Markt ist wahnsinnig komplex. Wir müssen uns viel mehr Gedanken machen, in was investiere ich, wo investiere ich, in welche Form investiere ich. Dafür sind wir auch da. Dafür sind wir als Bank natürlich gerne Begleiter und als Gesellschaft der DFS auch gerne Begleiter, um dort die Möglichkeit haben, uns mit Ihnen auszutauschen. Ich würde Sie wahnsinnig gerne einladen. Wir sind den ganzen Tag hier. Wir sind sowieso auch die nächsten Jahre hoffentlich noch hier. Mal gucken, sich nach diesem kleinen Vortrag mit uns auszutauschen. Wir haben einen Stand da draußen, um einfach mal ins Gespräch zu kommen, damit wir besser verstehen oder ich besser verstehe, was treibt Sie um, was sind Ihre Ideen. Wie gesagt, also diese globale Strategie, die auf jeden Fall funktioniert, die wird es nicht geben. Es ist einfach viel zu komplex geworden und es ist auch viel zu undurchsichtig. Und alles, was ich jetzt erzählt habe über Zukunft des Wohnens und Coworking und alles, was es da für Schlagworte gibt, das kann so kommen, das muss aber nicht kommen. Ja, natürlich ist der Drang zur Nachhaltigkeit, Ökologie, ist etwas, dagegen werden wir uns nicht wehren können. Sollten wir auch nicht. Aber viele andere Themen sind eben noch nicht in Stein gemeißelt. Der Mensch ist ein ganz soziales Wesen. Und wir haben keine, oder ich zumindest habe keine Ahnung, was das Nächste sein wird, was die Menschheit sich ausdenkt oder was einzelne Menschen bewegt, was sie in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir können uns dem immer nur annähern. Und ich würde wahnsinnig gerne eben mit Ihnen in den Austausch gehen, um einfach auch mehr zu erfahren und ein bisschen mehr zu begreifen, was treibt einen eigentlich um. Und wie ist das hier, wie kann das hier in dieser Stadt weiter funktionieren, was den Immobilienmarkt angeht? So viel jetzt erstmal von meiner Seite. Beantworte gerne Fragen, wenn es jetzt dazu kommt, dass Sie sagen, gerne. Ja. Das ist natürlich, ja, also was in Hamburg natürlich anders ist als in anderen Großstädten, wir haben diesen zentralen Arbeitgeber nicht. Ja, wir haben, glaube ich, Asklepios, verbessern Sie mich, mit 6.000 Angestellten ist der größte Arbeitgeber in der Stadt. Wir haben keinen DAX-Konzern, ein paar MDAX-Konzerne. Das heißt,
Stimmt. Deswegen bin ich Immobilienexperte, kein Kapitalmarktexperte. Das heißt, auch die Kaufkraft ist nicht ganz so hoch. Deswegen sind die Preise auch noch relativ moderat im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten. Und das Thema Flughafen ist natürlich ein ganz vitales, sollte sich die Stadt entschließen. Ich weiß nicht, ob in Neumünster in Kaltenkirchen das Gelände, das die Stadt damals vorgesehen hat als Flughafen, ob das noch in Händen der Stadt ist. Sollte die Stadt sich entschließen, den Flughafen zu verlagern, ist das Immobilienproblem auf einmal natürlich komplett obsolet, weil der Flughafen ist hier gefühlt 5 Kilometer weg, liegt sehr zentral. Wenn ich da Teile davon im Bauland umwandle, dann kann ich da mit Sicherheit sehr, sehr viele Wohnungen errichten. Mein Optimismus gründet sich aber eben auch daraus, dass ich sage, am Ende sind es Aufholeffekte. Am Ende wird es auch so sein, dass eben Investoren mehr nach Hamburg schauen, weil eben andere Städte noch teurer sind und weil es hier eben auch eine ganz, ganz starke gewachsene Struktur gibt. Es ist eine Stadt, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat und die einfach sehr, sehr viel dafür tut, dass diese Entwicklung weitergeht. Also ich bin jetzt weder SPD noch CDU noch Grünenwähler oder sonst irgendwas, aber leider, oder Gott sei Dank kann man fest, ich will ja auch nicht die Linken, aber in der Stadt wurde halt wahnsinnig viel richtig gemacht die letzten 20 Jahre. Wenn Sie sich München anschauen, dann passiert das eben nur zum Teil. Ja, also in München wartet jeder seit 40 oder 50 Jahren darauf, dass die Preise runtergehen und das ist, glaube ich, in einem Jahr mal passiert und ansonsten läuft das eben einfach weiter. Und nochmal, ich versuche mich ja an diesen Trends zu orientieren und eben der größte Trend ist der Zug in die Stadt. Und ich sehe jetzt nicht, was das verändern könnte. Ja, also ich wäre mir eher das Phänomen, dass noch mehr Leute, also nicht nur junge Leute, in meinem Umfeld gibt es wahnsinnig viele Leute, die können schon in Pension gehen, die Glücklichen. Die ziehen dann versuchen, die Hafen City zu ziehen, weil sie auch in der Stadt sein wollen. Die wollen jetzt auch nicht dann ihr Leben draußen irgendwo beenden oder. sind wir mal ein bisschen optimistischer. Die wollen die nächsten 20 Jahre nicht ihre Rente eben am Stadtrand verfrühstücken, sondern die wollen auch zurück in die Stadt. Und das ist eben was, das wird sich nicht umkehren. Und darauf gründet sich halt auch mein Optimismus. Das ist alles richtig. Also der Flughafen der Stadt ist, ja, ich benutze den sehr häufig und so richtig irgendwo hin kommt man auch nicht, außer nach München und vielleicht mal nach Frankfurt und ins Ausland ganz selten. Dafür ist er halt relativ zentral gelegen, auch ein Thema, das ich in München halt nicht habe. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, auch für die nächsten Jahre. Ist schon klar, also wenn man ein Bild benutzt, dann sind wir wahrscheinlich in der letzten Kurve eines langen 800-Meter-Laufs. Das mag sein, aber wir haben immer noch eine ganz lange Gerade vor uns bis zum Ziel, wo man Geld anlegen muss, wo man Geld verdienen kann. Und selbst wenn wir im Ziel sind, heißt das nicht, dass das das Ende ist und sich sofort alles halbiert, sondern dann wird halt eine gewisse Beruhigung eintreten und von da aus muss man dann sich organisieren und schauen, wie es weitergeht. Das Problem am Immobilienzyklus ist ja immer das, dass ich, selbst wenn die Nachfrage nachlässt, ich es erst sehr spät merke. Ich baue ja, wir planen, bauen 4, 5 Jahre und dann ist keine Nachfrage da. Und dann habe ich natürlich dieses sogenannte Crash-Szenario. Aber nochmal, ich kann es nicht sehen, ehrlich gesagt. Und ich mag es auch nicht mehr hören. Und es ist jeden Tag in der Zeitung, dass die Immobilienblase platzt. Ich weiß nicht, das kann man eh erst im Nachhinein erkennen und ich kann keine Anzeichen dafür sehen. Zu dem Verhältnis, dass man vor einigen Jahren Immobilien erwerben konnte mit zwei höheren Zinsen und wenn man die vermietet hat, hat man ungefähr vielleicht ein Break-Even erreicht. Das ist heute nicht mehr möglich. Also man hat in Eppendorf vielleicht vor 4, 5 Jahren 6.000 Euro Quadratmeter bezahlt, ja. Jetzt sind wir bei 10.000 Euro. Und wenn wir in 3 Jahren vielleicht von Ihnen wieder einen Vortrag hören, sind wir dann bei 14.000, 15.000 Euro Quadratmeter. Und die Mieten sind vielleicht auch ein bisschen gestiegen, aber ich komme nicht mehr auf meine eigene Rendite, wenn ich in Immobilien investiere. Genau, also das ist das, was ich versucht habe zu zeigen. Also der Zinsersatz ist so nicht möglich. Es geht eher um den Werterhalt am Ende. Ich habe natürlich niedrige Zinsen. Was man vergessen darf, ist, ich habe einen Bekannten, der hat sich in den 90er Jahren ein Haus gekauft und hat dann 12% Zinsen gezahlt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Und hat 1% getilgt. Das heißt, der ist immer noch dabei, das abzustottern.
kann jetzt vielleicht umschulden oder umfinanzieren, aber wenn ich jetzt mir heute eine Immobilie kaufe, dann zahle ich vielleicht 0,9% Zinsen, aber ich kann aber 4-5% tilgen. Das heißt, ich zahle es halt in die eigene Tasche, ich zahle es nicht der Bank. Leider. Dadurch kann ich profitieren. Also das Einkommen zu sichern oder einen Zinsersatz herbeizuführen, das wird nicht möglich. Also das ist nicht möglich. Aber ich habe das Thema Werterhalt. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo eh alles so hektisch ist, etwas, was man nicht unterschätzen darf. Also natürlich war es so bis 2005, 2006, glaube ich, oder 2007, dass es besser war zu mieten und sein Geld risikolos in Staatsanleihen anzulegen und dann eben 4-5% Zinsen zu kassieren. Aber den Trend haben wir ja auch verlassen. Also mit Staatsanleihen kann ich nicht mehr viel verdienen. Der Vortrag vom Kollegen kommt ja noch. Und in Immobilien habe ich halt das Thema Werterhalt. Das ist das ganz große Thema. Und das ist eben auch das ganz große Thema der großen Kapitalanleger. Ich muss das Geld irgendwo hin allokieren. Ich kann nicht alles auf Aktien setzen oder auf Staatsanleihen oder festverzinsliche Wertpapiere, sondern ich muss am Ende des Tages eben auch eine Immobilienquote erfüllen. Und wenn man sich mal denken wir uns mal irgendeinen Hamburger Software-Milliardär, der 45 ist und der einen Teil seines Vermögens in Immobilien umschichten möchte, wenn der sagt, ich möchte 500 Millionen oder 1 Milliarde Euro in Hamburg investieren, dann braucht er ganz schön lange, bis er seine Immobilienquote voll hat. Bei 12.715 neu genehmigten Wohnungen pro Jahr in Hamburg. Das heißt, der Druck wird zunehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir in Eppendorf dann 14.000 Euro sehen. Aber ich glaube einfach, dass man sich dann eben auch auf andere Formen zurückziehen kann. Also wie kann ich in sozialen Wohnungsbau investieren? Wie gehe ich mit dem Thema Werkswohnungen um? Wie gehe ich mit dem Thema, wir sprechen ja nur über Wohnimmobilien, es gibt ja noch andere Assetklassen wie Logistik, Hotel, Einzelhandel und so weiter. Auch da sind ja Konzepte denkbar, die gewinnbringend sind und mit denen ich arbeiten kann. Ich muss nicht unbedingt in Wohnungen investieren, aber Sie haben vollkommen recht, also das wird nicht möglich sein. Bisschen Mut machen wollen als Münchner. Münchner hat ein spezifisches Problem im Städtevergleich. Das ist eigentlich relativ gesehen angenehm, kann aber auch zu Betroffenheiten führen. München baut eigentlich immer hinter dem eigenen Erfolg hinterher. Das heißt, die Stadt wächst schneller, als sie bauen kann, aber sie wächst auch in der Wirtschaftskraft schneller. Also der Münchner Mieter hat nach Zahlung seiner hohen Miete grundsätzlich deutlich mehr Gehalt Nettoeinkommen als der Hamburger. Und der Hamburger deutlich mehr als der Berliner. Und das kennzeichnet eigentlich die Unterschiedlichkeit der Märkte. Richtig prekär ist es in Berlin, während die anderen Märkte doch relativ, muss man sagen, konsolidiert sind. Also wir werden weiter Wachstum haben. Das Wachstum wird sich weniger in den Städten abspielen. Es wird sich aber in den Metropolregionen abspielen, nicht? Also Sie haben vorhin die Zuwanderung benannt. Die muss man heute schon zerlegen, weil wir mehr Hamburger haben, die aus Hamburg wegziehen, als aus dem Bundesgebiet zuziehen. Also wir haben einen negativen Wanderungssaldo, sondern nur noch einen Überschuss an Außenwanderung. Das ist in München genauso, Berlin auch, seit 2 Jahren. Und das ist im Prinzip ein Anpassungsvorgang. Ist auch ein Anpassungsvorgang, der die Metropolen natürlich stärkt, aber dort auch zu Preiserhöhungen führt. Also Preiserhöhungen auch in Stade, auch in Buchholz, auch in Lüneburg. Ja. Aber das ist ein Vorteil, weil das ist ein Beitrag zur Konsolidierung der Märkte, muss man schlichtweg sagen. Also das Angebot wird auch aus dem Bestand heraus vergrößert, nicht nur aus dem Neubau. Aber der Bestand, der hinzukommt, muss dafür auch einen Preis zahlen. Ist etwas höher dann. Ne? Ja, sehr richtig. Und das macht natürlich auch die Steine, die schon verbaut sind, jeden Tag wertvoller am Ende des Tages, was ja auch eine sehr merkwürdige Situation ist. Sie merken schon, ich beantworte lieber Ihre Fragen, als ich hier vortrage, weil ich glaube, das kann ich besser. Ich würde mich wahnsinnig gerne, ich muss jetzt leider Schluss machen, sonst wäre ich hier runtergeprügelt. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit vielen von Ihnen draußen weiter unterhalten und uns gerne irgendwo zurückziehen können oder uns hinsetzen und einfach über das Thema besprechen, weil man merkt ja, dass es schon sehr die Leute bewegt und sehr, sehr kontrovers ist. Vielen Dank.